Herzlich willkommen, euren Freunde! Hallo, ich bin's, euer Kamito! Ja, ich bin wieder da! Beziehungsweise, ich mache das Video aus einem ganz einfachen Grund. Ich möchte gerne eine Nachricht an meine alten Minecraft-Bubble zuschicken. Ist mir egal, ob das hier jemand sehen würde, aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn dieses Video irgendeinem meiner alten Minecraft-Leute ja, zugekommen wird. Irgendwie, dass ihr davon erfahren. Denn ja, ihr werdet es wahrscheinlich schon im Titel gelesen haben. Irgendwas mit vermisst. Wo ist meine Minecraft-Bubble oder sowas? Ja, dieses Wochenende. Also wir haben momentan den 23.04. Ich war sehr, sehr sentimental. Ich bin jetzt dabei halt nach dem Studium ja Bewerbung zu schreiben für große Einrichtungen, Firmen und so weiter. Und ich glaube, das hat mich ein bisschen getroffen. Wir sind gerade auf dem Nerox Waste Server. Warum bin ich hier? Vor 8 oder 7 Jahren war ich hier Moderator. Beziehungsweise auf dem vorigen Server, der hieß thewaste.net. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß hier auf dem Server und ich weiß auch gar nicht, warum ich gerade an diesem Wochenende, wo ich gesagt habe, boah, ich muss jetzt lernen und Bewerbung schreiben, dass ich da so emotional werde. Ich habe nämlich mega Flashbacks bekommen von Minecraft allgemein, alles bisschen hochgekommen. Und ja, mein Ziel ist es halt mit dem Video, Leute zu erreichen, mit denen ich früher gespielt habe. Ich wünschte mir, ich bin so neugierig, was mit ihnen in den letzten 7, 8 Jahren passiert ist, weil Moment, ich glaube, jetzt sind fast alle erwachsen. Also, es müssten eigentlich alle erwachsen sein. Außer Jason. Oder Jason. Ich weiß gar nicht, wie er. Egal. Außer er. Der war, glaube ich, damals 8 oder sowas. Mit dem habe ich auf einem Mindtopia-Server gespielt. Aber dazu komme ich später noch. Ja, ich habe mir Namen aufgeschrieben. Beziehungsweise, die mir halt in Erinnerung kamen. Ich muss dazu sagen, ich habe aktuell Kontakt nur noch zu 1, 2 Gamer HD. Citronaut hat einfach abgebrochen, der antwortet leider gar nicht mehr auf meine Nachrichten. Ich weiß nicht warum. Ja, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, ich werde gleich die Namen durchgehen, die ich mir aufgeschrieben habe. Und ein bisschen erzählen, was ich in letzter Zeit so gemacht habe. Und ihr dürft mir gerne in den Kommentaren schreiben, wo ich euch vielleicht mal kontaktieren könnte und ob wir mal irgendwann mal vielleicht ein Gespräch machen möchten. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, mich interessiert es, wie es euch geht. Was passiert ist? Habt ihr schon Kinder? Keine Ahnung. Wir können auch über Instagram schreiben oder sonst wo. Ihr könnt mir gerne auf Instagram mir anschreiben. Oder auf Twitter halt auch. Ne, ihr müsst mir nicht folgen. Nee, nee. Das ist auch gar nicht die Intention. Ich möchte einfach nur wissen, wie es euch geht. Was ihr macht. Ob ihr im Leben klarkommt. Und ja. Ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal mit den ersten Namen an. Ich habe die jetzt... Ja, wie habe ich die Reihenfolge gemacht? Die ist durcheinander. Und zwar Hipsterkatze. Hipsterkatze war ein guter Freund damals. Mit ihm habe ich auch öfters Minecraft-Videos gemacht. Ich glaube so 11 oder 10 Stück auf jeden Fall. Und ich habe mir heute eine alte Folge angeschaut mit Hipsterkatze. Und es war so lustig. Wir haben Crash... nee, wie heißt das? Crash Castle? Nee, Rush Castle? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwie so ein Castle-Spiel gespielt. Da habe ich so ein kleines Labyrinth gebaut und die mussten da so einen Block finden.
Und Hipsterkatze ist da komplett verzweifelt. Und dann habe ich auch ein Bedwars-Video gesehen. wo er mich einfach nur genervt hat, weil er mich die ganze Zeit angespammt hat im Chat, während ich Bedwars gespielt habe. Und ich ihn dann versucht habe zu kicken, aber es nicht geklappt hat. Oh, das waren Zeiten. Außerdem hatten wir auch einen Clan, beziehungsweise er war in meinem Clan drin. Vorher waren wir, glaube ich, alle in einem anderen Clan drin. Aber viele sind dann mit rübergekommen in meinen Clan. Und das hat mich damals wirklich sehr, sehr gefreut. Ich habe auch versucht, die Chatverläufe noch zu finden. Auf Skype, aber ich weiß bei Skype mein Passwort nicht mehr. Weil das war echt cool damals bei Skype, dass die ja alles gespeichert haben. Aber ich weiß nicht, jetzt gehört der Skype zu Microsoft und ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Ich habe keine Ahnung, ob ich da jetzt noch irgendwie an die Chatverläufe, die Bilder vor allem, irgendwie noch drankommen kann. Ich würde es mir wünschen. Ich habe auch gesehen, Hipsterkatzes Zweit-Account hat mich blockiert. Ich weiß nicht warum. Aber... Ah! Oh Gott! Oh Gott, das ist ja hier eine Horror-Map. Wo ist der Spawn hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was hier... Hier sind neun Spieler, da gehen wir mal rein. Als nächstes habe ich Freddy Fuchs. Freddy Fuchs war immer da, wo Leon war. Wenn er online war, ne? ja, ne, meld dich auch bitte. Wirklich. Ihr dürft euch alle melden. Ach, ich habe noch ein Bild zur Hipsterkatze gefunden. Das wollte ich noch dir zeigen. Und zwar da im Kamin. Ich glaube, vor diesem Kamin habe ich meine ersten Eule-Geschichte gemacht. Das waren Zeiten, ey. Das waren Zeiten. Jetzt kommen wir mal kurz zu meinem Namensklauer. Und zwar Klexi. Der kein Twitter mehr hat. Und halt Moritz heißt, wie ich. Mit ihm habe ich auch sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ich habe mit ihm, glaube ich, nie ein Video gemacht, aber wir haben zusammen mit Raffi BLMNZ und Skinny, _02, haben wir Poke-MMO? Wo ist Pokémon? Poke-MMO? Ich weiß es nicht. Und der Niklas war, glaube ich, auch noch dabei. Bild 3, da sehen wir's. Wir haben zusammen Poke-MMO gespielt. Ich mit meinem Logok und die anderen mit ihren Standard-Dingern da. Das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Klexi war damals der Bilderleiter auf NeoSpace. Ich habe hier überhaupt kein Essen. Das finde ich blöd. Ich will zurück. Komme ich denn hier zurück? Ich weiß es nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall, Klexi, ne? Ich finde es so schade, dass wir irgendwie überhaupt keinen Kontakt mehr haben. Ich finde es generell schade von allen. Aber, ne, bitte melde dich. Natürlich hier der Niklas. Mit der Niklas habe ich zwischendurch mal Kontakt, aber nicht viel. Und wer war da noch? Skinny, Lena. Lena, von dir weiß ich gar nichts. Oh, meld dich da auch, bitte. So, kommen wir zu Selina. Ich glaube, zu Selina könnte ich noch Kontakt durch ein, zwei Gamer bekommen. Aber... ich weiß gar nicht, warum ich deinen Namen aufgeschrieben habe. Bin ganz ehrlich. Eigentlich so viel haben wir am Ende dann doch nicht gemacht. Aber durch dich habe ich Leon kennengelernt. Da bin ich dir wirklich sehr, sehr dankbar. Denn mit Leon hatte ich wirklich zwei wunderschöne Jahre. Ja, danke. Dann haben wir Testperson. A.K.A. Lisa. Lisa, Mann. Dich findet man auch nirgendwo. Nirgendwo. Mit dir habe ich ja damals... Oh Gott, wie hieß denn das? Hieß das Titan? Wir haben auf jeden Fall irgendwie so ein großes Battle gewonnen. Und dann bei der zweiten Staffel wurden wir, die Sieger, nicht mal eingeladen für dieses große Battle. Das fand ich damals sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Ja.
Dann kommen wir jetzt zu Flauschinator. Flauschinator hat am Anfang meine Thumbnails gemacht. Auch ein wirklich toller Freund gewesen. Nur so schade, ne, dass man irgendwie, ja, dass die Kontakte alle nicht gehalten haben, überhaupt nicht gehalten haben. Ja. Flauschinator, ne, melde dich bitte. Ich weiß, ich kann mich nicht mal mehr an deinen zweiten Namen erinnern, deinen realen Namen erinnern. Oh mein Gott, ich habe Profisucht da vergessen hier aufzuschreiben. Mein Kingdom Defense. Mate. So, als nächstes kommen wir zu. Aua! Achso, ich bekomme jetzt Schaden. Okay, komm, tötet mich bitte. Tötet mich einfach. Ich gehe hier dran. Dann geht das schneller. Komme ich hier irgendwie weg? Ich glaube nicht. Wir gehen wieder hier rein. Zu Black Panther, aka Panty. Der glaube ich auch noch auf Ungewahr Moderator. Ich weiß es gerade nicht mal hundertprozentig. Aber irgendwas war ja. Boah, die Musik ist so weich. So weich. Alter, ich bin so aufgeregt, ne? Alles zittert bei mir. Ich glaube, das Video, das wird echt lange. Okay, ich muss jetzt ein bisschen schneller machen. Panty, hi. I love you. Du kannst dich mal melden, Mann. Lasse, aka Vase Vase. Auch sehr, sehr viel Spaß miteinander gehabt. Das hört sich alles so an, ne? Aber ich. Oh, ich hab unsere Skype-Clan-Tage so geliebt. Als wir einfach alle zusammen zu 12 oder zu 16 einfach Minecraft Minigames gespielt haben. Und das war so cool. Synchronos, auch nochmal Moritz, glaube ich. Hatte ich auch zwischendurch mal Kontakt, aber irgendwie hat er mich, glaube ich, entfolgt. Da konnte ich ihm nicht mehr schreiben. Auch sehr schade. Dann haben wir Manu, mein Lieblings- Senior-Moderator, beziehungsweise Moderatorenleitung, die mir meistens geglaubt hat, während andere, danke Cora, einfach Lügen erzählt haben, sodass ich dann aus dem Team geflogen ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Geschichte habe ich eigentlich schon quasi fast verdrängt, aber immer wenn ich Cora lese, dann gibt's Ärger. Kuschelpanda, Victoria! Ja, Victoria, Mann! Ich glaube, mit dir habe ich das letzte Mal mit Ganon HD gespielt. Ganon HD, der Schlumpf. Ach, du kannst dich auch melden. Ganon, ich vermisse deine Kinderstimme. Bin ich ganz ehrlich. Und Kuschelpanda, dich vermisse ich zu kuscheln. Wirklich, also. Ach. Mann, und hier findet man auch niemanden auf dem Server. Der Server ist, glaube ich, quasi fast tot, würde ich fast sagen. Leider. Leider, leider. Okay, gehen wir weiter zu Swozzle. Swozzle, ich liebe deinen Namen. Oh, ich habe It's Crazy vergessen. It's Crazy, melde dich auch. Ich weiß, wir hatten so lustige Erinnerungen. Zum Beispiel, als seine Mutter in dein Zimmer kam. Aber das erzähle ich jetzt nicht, das ist Bloßstellung. Oh Gott. Oh Gott, war das Piepen laut. Tägliche Belohnung? Was gibt's denn? Ich bin kein MVP und Prime, glaube ich. Wow. Du brauchst Prime! Ja, ja, alles klar. Wo war ich? Ich war bei Swozzle, ne? Ja. Oh, Swozzle. Dein Name. Ich glaube, du warst Dick mit Tanlight und Lil Virus, oder? Die zwei vermisse ich auch sehr. Die alte Oma und Tanlight, die mir immer in Skyblock geholfen hat. Egal was war. Ach, das ist die Fledermaus von dem. Meldet euch, meldet euch. Meldet euch alle. So, ich muss mal kurz runterscrollen. Ich habe die erste Reihe übersehen. Da steht noch, 1-2 Robo, aka Robin. Genau, melde dich auch. Alter, wir haben so viele tolle Skype-Sachen gehabt. Also wirklich.
Potzi HD, Obst HD, ist Obst im Haus. Alben 97, Gigi Chanda, von Meintopia, Frexel, oh Frexel, er hat auch eine wilde Zeit. Zimbelchen, oh Zimbelchen, Zimbelchen hat jetzt nichts mit TheVase.net zu tun, aber durch ungespielt.de habe ich ihn kennengelernt. Wir haben zusammen oft gestreamt auf seinem Channel. Und waren halt der Fanclub von Zombie, der glaube ich irgendwann genervt war. So, Raffi BLMZ habe ich hier noch stehen. Haben wir ja vorhin glaube ich schon drüber geredet. Meldet einfach Raffaela. Mann. Ich würde so gern wissen. Ich würde wirklich gern wissen, ob ihr alle studiert, ob ihr schon arbeitet, ob ihr schon Rentner seid. Whatever. Leusus! Auch ein Senior-Moderator, der mir am Ende nicht geglaubt hat. Ich weiß nicht warum. Die haben mir alle gesagt, ich... ach nee, darüber wollte ich nicht reden. Egal. Leusus, ich vermisse dich trotzdem. Koalatos. Koalatos. Ich weiß nur noch, dass du noch eine richtige PvP-Legende warst. Und ja, mega cool. Cookie Place, aka Kai. Mit Kai habe ich, glaube ich, auch noch auf seinem Server gespielt. Mal kurz lesen. Logging Stick. 178 Tage, aha. Dann haben wir noch Hexor Max, der ja eigentlich früher in meiner Gegend gewohnt hatte, bis ich umgezogen bin. Wir wollten eigentlich uns immer mal treffen, aber ich weiß nicht. Ich glaube in der Minecraft-Zeit hat man die Nummern nicht ausgetauscht, oder? Ich habe, glaube ich, nur von Citronaut und von Leon die Nummer, meine ich. Wow. Und von Phil. AKA Snoopy. Aber den kann ich jeden Tag treffen, wenn ich möchte. Der ist immer auf seinem Discord. Auch wenn er da meistens nie Zeit für mich hat. Ja. So, wir haben noch drei Namen, habe ich hier zumindest noch stehen. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, Leute. Und zwar World of Thanks. Thanks. Ich kann kein Englisch, tut mir leid. Das Kirche, ich glaube, das war Kirchheimer. Auch ein Developer, der mir immer den frühen Zugang gegeben hat, wie der Niklas. Und die Admins durften das nie erfahren. Das weiß ich noch. Ich war nämlich ein heimlicher Tester. Ja. Und wir haben Backfisch, aka Timo. Und ja, ich glaube, das waren alle. Also nochmal, Leute, ja, ich würde mich wirklich mega freuen. In der Beschreibung ist auch alles verlinkt. Ihr könnt mich über Twitter anschreiben, über Instagram. Was gibt's noch? Die YouTube-Kommentare. Ich würde mich wirklich, wirklich, wirklich sehr freuen. Monkey Kyo Sharigan habe ich noch vergessen. War auch ein sehr, sehr toller Typ. Mit dem ich leider nicht so viel gemacht habe, glaube ich. Ich habe ihn immer bewundert. Aber ich glaube, am Ende haben wir nicht so viel gemacht. Aber wir haben uns gut verstanden. Das weiß ich. Ja, ich hoffe, das waren alle. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Das ist das Problem, wenn ich nicht Skype habe. Weil durch Skype könnte ich jetzt ganz genau gucken, mit wem ich damals geschattet habe und sowas. Das war jetzt alles ein bisschen anders. Es ist wirklich alles nur von meiner Erinnerung rausgekommen. Guck mal, Spielzeit 6 Tage und 20 Stunden. Und das nur Nerux Ways. Das 24 mal 6, 120, 164? Nee. Doch. Doch? Egal, Leute. Egal. Mathe war nie so meins. Gut, Leute. Na, also bitte meldet euch. Ich würde mich wirklich wahnsinnig drüber freuen. Ja. Musik hat auch aufgehört. Bis dann. Ah ja, und noch zum Abschluss. Ab dem 28. April gibt es wieder Videos. Und zwar Star Wars werde ich dann wieder spielen. Da kommt ja der neue Teil raus. Und ich habe noch ein Fake-Pokémon im Petto. Was ich gerne spielen würde, aber irgendwie OpenGL
funktioniert bei mir nicht. Irgend so eine Datei, ich verstehe es noch nicht. Aber vielleicht kriege ich das irgendwie gefixt. Das wäre cool. Beziehungsweise, das Spiel sagt, der Treiber ist nicht aktuell. Ich habe gar keine Ahnung. Wo bin ich hier denn? Ich wollte kurz gucken, ob... unten vielleicht so eine Tafel ist mit den alten Leuten. Das wäre doch cool. Aber ich glaube nicht. Sieht mir aus wie... ah, Architektenleitung, so hieß das damals. Klexi hat, glaube ich, damals die Pixiebees da gegründet. Die, glaube ich, momentan richtig erfolgreich sind. Dark Rally! Habe ich auch vergessen, Jesse! Jesse, ne? Meld dich. I love your Pony Videos. Die waren cool. Lea Katharine? Lea ist die Managerin. Oh mein Gott. Oh Gott, Lea ist, glaube ich, die einzige, mit der ich mich tatsächlich im Real Life getroffen habe. Von den ganzen Minecraft-Leute. Noah ist auch noch hier. Ich fasse es nicht. Die zwei sind noch hier. Das ist ja sehr lustig. Okay, Leute. Danke, Leute, ne? Ich hoffe, das Video erreicht einen von euch. Ich würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen. Gut. Ich verabschiede mich. Dann. Ihr könnt mir auch wirklich für immer schreiben, ja? Ihr könnt mir gerne, auch wenn ihr das Video erst 2 Jahre oder 10 Jahre später seht, ja? Schreibt mich an, ich sehe das. Ich wechsle nicht meine Account 10.000 Mal wie andere Leute. Gut. Gut. Dann war's das für heute. Bis dann. Ciao. Ich weiß gar nicht mehr, was die Aufnahme... ich habe so lange nicht mehr aufgenommen.